Ach, Negus, Geliebter. Wo ist Vaterland? Aha, Sie sind, wie wir Ponte Vedrino sagen, ein bisschen verdraht. Ich werde Sie ein bisschen später melden. Gut so, klein bisschen später. Muss mich jetzt erst so, ach, so 3 bis 4 Stunden ausschnarchen. Also, schlafen Sie. Ja, aber wo? Sehe ich nirgends Schreibtisch? Sie meinen wohl ein Bett? Oh nein, wenn ich Schreibtisch nur sehe, schlafe ich gleich ein. Da ist eine Nische. Wir ziehen die Vorhänge zu und da können Sie sich mit Verlaub ausschnarchen. Dobre spavate. Ach, ja, das tut gut, wenn man sich so ausruhen kann vom Vollenzen. Margot, früh. Schnarcht ja einer. Wie lieb. Ruhe! Himmel, Donner, Wetter, kann man denn nicht? Hanna! Oh, verzeihen, Gospodiner, wenn ich gesagt habe, Hanna. Ich bin schon munter, so. Ganz munter. Also, Sie wohnen jetzt in Paris? Ja, ich will das Pariser Leben genießen. Nachholen, was ich versäumt habe. Und vielleicht auch heiraten. Schon wieder? Ich habe immer geglaubt, das tut man nur einmal. Ach, wenn es auf Sie ankäme, dann tut man es keinmal, nicht wahr? Aber Hanna, pardon, will sagen, Gospodina, wenn es auf mich angekommen wäre, wären Sie jetzt nicht Witwe des seligen Herrn Glavari, sondern Gemahlin des seligen Grafen Danilo. Aber Sie wissen, mein alter Oheim, mehr Erbung und... Ihr alter Onkel hat sehr aristokratische Ansichten, die es nicht erlaubten, dass Sie, einem Mädel aus dem Volke, Ihre aristokratische Liebe schenkten. Gospodina haben sich nicht sehr viel aus mir gemacht und ein bisschen später doch geheiratet, den alten, reichen Hofbankier. Und jetzt bin ich Witwe, reiche Witwe. Und deshalb... Und deshalb... werde ich Ihnen nie sagen, ich liebe Sie. Nie? Nie. Es bleibt dabei? Es bleibt dabei. Exzellenz! Exzellenz, Baron Zeta! Ist das nicht der Fächer Ihrer gnädigen Frau? Dieser Fächer, ja, auf dem diese Liebeserklärung steht. Ach, gut, dass du kommst, Valencien. Schau, dieser Fächer. Um Gottes Willen, er hat den Fächer. Auf diesem Fächer steht, ich liebe dich. So. Baron Zeta, dobre Večer. Oh, Graf Danilo, ich heiße Sie herzlich willkommen. Sie sind mein Mann und wie geschaffen für eine delikate Mission. Passen Sie auf, Sie sollen heiraten. Heiraten? Ja, 20 Millionen. Also Liebesheirat. Und was für eine Null hängt noch dran? Keine Null. Frau Glavari. Frau Glavari? Niemals. Aber Graf Danilo, bedenken Sie, Frau Glavari wird heiraten in Pariser und geliebtes Vaterland verliert 20 Millionen. Ach, ich werde für Vaterland jeden Bewerber einfach beiseite schaffen, aber ich heirate nicht. Mein Grundsatz, verliebe dich oft. Verlobe dich selten, aber heiraten, tu nie.